So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack und diesmal nicht mit übrigen Beginn oder Intro, denn ich habe hier gerade was gesehen. Aha, hier ist ein Slime lang gehüpft. Weil ich doch gerade mal Hallo sagen, bevor der mir abhaut. Ha, alle verbrannt und... Ah, sehr gut. Heute würde ich vielleicht nochmal eine kleine Erkundungstour im End machen und halt dann auch da rumfliegen. Ich habe jede Menge Raketen dabei und so. Wo ging es denn mal? Da ging es rein. Das heißt, da kann ich ganz gut erkunden gehen. Ich habe hier Elytra dabei, die ist auch einigermaßen gut dabei. So, fast komplett gefüllt für den 8. Ah, das verbraucht jetzt nicht so viel, deswegen. Ich habe 3 Stacks Raketen dabei, die habe ich noch ein bisschen getestet. Und ich schätze mal schon, dass man damit auch durchs End jetzt düsen kann und vielleicht mal Festungen erkunden kann, die vorher noch keiner gefunden hat, weil wir ewig weit wegfliegen können. Wäre cool, mal eine zweite Elytra zu haben. Hatte ich vorher noch in keinem weiteren Projekt gehabt. Und es wäre cool, vielleicht noch ein bisschen mehrere Schalker-Teile einzusammeln. Und was man natürlich auch machen kann, wenn man hier so ist. Achtung. Na, warte. Na, gut. Man kann eigentlich auch aus dem Start losfliegen, wenn man nicht so geboostet wäre wie ich. Seht ihr? Und dann kann ich hier mit einer Rakete, mit einer einzigen Rakete kann ich auf die Höhe von hier oben Klimmzurm fliegen. Und da kann ich hier hinsegeln und auch hier landen. Okay, wunderbar. Mit einer einzigen Rakete sind wir so hochgeflogen. Das ist OP. Der Treibstoff, der reicht ziemlich weit. Ja, von da ganz unten habe ich es gerade hier hochgeschafft. Ah, verdammt, mein Heli muss ich auch noch fertig bauen. Aber ja, wir haben ja schon eine Übersicht. Kann man gucken, was hier so abgeht. Dies, das. Hinten, ich glaube, da hat Kevin lang gebaut. Geht's dann heute? Ja, dann haben wir dort ein Klimmsgrundstück. Ja, man kann immer mal so ein bisschen hier rumgucken. Da hat ein Zinus. Da unten ist der Zoo. Kann man mal gucken. Aber ich glaube, da ist nicht so viel neu dazugekommen. Und ja, und dieser Flug hat uns jetzt eine Haltbarkeit gekostet. Für den Fall des Falles kann ich mal ein paar Enderman klatschen dann im End. Und kann mich wieder auffüllen. Ich glaube auch nicht, dass ich eine Enderkiste brauche. Ich kann ein paar normale Kisten mitnehmen und mir dann Schalker-Chests zu machen und sowas. Das war noch Eve's Haus. So, gerade so hier irgendwie nicht. Doch, ah, Klimm ist online. Hui. Wollte gerade sagen, nicht so viel los, aber. Pass auf, ich flieg mal da jetzt runter. Hui. Zack. Und wir fliegen zu meinem Grundstück. Und ich muss gleich nochmal gucken, wo es nach Utopia geht und wie wir an nochmal zum End kommen. Ich glaube, ich weiß grob die Richtung, wo es war, bei 500 oder so. Das werde ich mir jetzt gleich mal angucken und deswegen düsen wir da mal hin. Aber zunächst mal nehmen wir uns eine Kiste mit oder ein paar Kisten, um Schalker-Kisten direkt zu machen einfach. Und vielleicht, wenn es geht, ein, warte, das waren Trap-Chests, die da drin waren. Und vielleicht, wenn es geht, ein Stein ist noch da hier. Ups. So, und vielleicht, wenn es geht, vergessen, was ich sagen wollte. So, komm her. Holz raus, Planken raus. So, dann ein paar Kisten rein. 10 Stück. Wenn ich 10 Schalker-Kisten mache, dann bin ich schon zufrieden. Ich habe noch ein bisschen Slime, das kann ich mal raus tun. Und ja, mit den Kisten, dem Hütchen, Essen, alles. Fliegen wir jetzt mal darüber und kloppen uns ein bisschen durch. Und ja, checken mal ab, was da so losgeht. Und wir können einfach jetzt von hier starten, denke ich. Oh, ich hoffe, ich habe mal alles dabei. Ah, ne, ich brauche noch eine Enderperle, um mich durch dieses Endportal zu finden. Ach ja, Entschuldigung, Schwert wollte ich holen. Ha. Ha, ha. Ein Zweitschwert wäre mal ganz schön. Bane of Arthropods in Looting 2. Ich werde das mal zum Enderperlen. Zum Enderperlenfarmen werde ich mal das hier nehmen. Zum normalen Kloppen nehme ich mir natürlich mein OP-Schwert. Aber das Enderperlenfarmen kann ich ja Looting 2 nehmen. Ich dann, naja, sehen wir dann. Okay, ich sollte einigermaßen gerüstet sein. Jetzt gucken wir mal, ob ich von hier Utopia finde. Ich weiß nicht, wie das durch die Hölle geht, wo man da lang muss. Achtung. Na. Ha. Nein. Oh, das war Fail. Das war ein Fehlstart. Ja. Immer noch nicht. Ah. Irgendwie geht das hier doch. Ja. Fliegen wir mal hoch. Ich glaube, Utopia lag so in der Richtung hier irgendwie. Bin mir nicht ganz sicher. Weiß es nicht mehr so genau. Oder ich probiere einfach nach 500.500 zu fliegen, dann werde ich das bestimmt finden. 500.500, ja, das ist 500, schon mal gut. Schauen wir mal, ob das gleich wirklich auch funktioniert.
Fliegt immer einen kleinen Tacken weiter. So, in die Richtung irgendwie, dann kann das sein. Wollen wir hoffen, dass es funktioniert. Ja, 500 Blöcke werde ich jetzt aber noch hinkriegen. 500.500. Aha, hier sind Submarine. Hier bin ich. Okay, ich habe Utopia gefunden, soweit es geht, glaube ich. Ja, hier war der Strand. Nee. Hier drüben sind wir irgendwo losgefahren. War da hier nicht der Strand, wo wir alle losgefahren sind? Ich glaube, es verwirrt die Chunks laden nochmal wieder überhaupt gar nicht. Irgendwo. Ah, okay, hier sind wir losgefahren. Ja, hier sind wir losgefahren. Den Strand erkenne ich. So. Wir sind in diese Richtung hier gefahren, also nach da. Ja, das ist tatsächlich weiter als 500.000. 1.500 war schon mal richtig. Aber der Rest noch nicht ganz. So vielleicht. Ja, komm schon, lade. Ladet ihr Chunks. Irgendwo hier. Ah ja, hier sind ganz viele Boote, die sind wir richtig. Ich hab's gefunden. Ihr seht auch daran, wie viele Boote hier stehen. Plupp. Ich kann hier landen, ist ja kein Problem. Daran, wie viele Boote hier stehen, da sieht man auch schon, was abgeht. Tja, warum sind wohl so viele Boote hier? Weil die alle hergeflogen sind. Achso, ja, naja, sowas wie Kürbis wäre noch gut gewesen, aber... Ich markiere nochmal die Gegend, das war 700.000, kann ich mir merken. 700 und 1.500. Ich mache mal Gedanken wegen der Haltbarkeit von dem Ding. Ansonsten sind wir runtergegangen in dieses Loch, dann hier rein. Das kann ich mal ganz, kann ich noch auswendig. Kenn ich noch auswendig. Sehr schön. Und hier geht's jetzt dann ins End rein. Puh. Okay, soweit ist soweit so gut. Gehen wir mal hoch. Hier sind einige Endermen und die werde ich mir jetzt die eine oder andere Enderperle farmen. Das kann man ganz gut, indem man sich hier oben hinstellt. Ich habe sogar mal so einen kleinen Unterstand hier oben gebaut gehabt. Das war der hier. Ha. Und hier können wir uns jetzt ein paar anlocken und farmen. Sekunde. Okay, dann gucken wir mal so ein paar an und klatschen die auch gleich. Da habe ich einen Sauer gemacht. Ja, mit Feuer würde er sich halt wegteleportieren, deswegen, das war der. Das war die Geschichte. So, eine Enderperle habe ich schon mal. Ne, zwei habe ich schon. Ja, komm, fünf Enderperlen, her damit. Ich würde sagen, ich klopfe hier noch ein paar. Ja, das Schwert hält nicht mehr so viel aus, das ist mir schon klar, aber. Okay, soweit so gut. 9 Enderperlen, die reichen noch erstmal. Und mit denen können wir jetzt hier oben durch. Haben sich echt schon, haben sich schon mehrere Portale geöffnet? Gerade nicht, ne? Was? Kommt der denn her? Ja, der ist woanders jetzt weggebrannt. Es kann sein, dass ich manchmal hier Damage bekomme. Achso, ich könnte vielleicht mal einen Wassereimer auch hier hinlegen. Unter mich setzen, falls mal wieder mich irgendein Vieh anguckt. Also Wassereimer ist so wirklich Notfall. Ja, dann werfen wir uns hier mit einer Enderperle durch ins erweiterte End und fliegen mal so ein bisschen rum da und gucken, ob wir das eine oder andere erkunden können. Ich könnte noch von hier dahin fliegen, aber das dauert halt ein bisschen länger. So, und check. Flip, und wir sind im erweiterten End. Sicherheitshalber hier aber auch nochmal Koordinate 1000 minus 300. 1000 und minus 300. Jetzt halt die Frage ist, ne? Wie soll ich es mit der Render Distance am besten machen? Ja, okay, 16. Ja, dann heißt es jetzt erstmal, losfliegen. Man kann ja jetzt hier so erkunden. Das ist ja kein Problem. Und wenn ich so ein bisschen lang fliege, hier vorne ist noch ein anderes Portal. Hier war jetzt die Festung, die ich bereits erkundet hatte. Und ich würde einfach mal die Gelegenheit nutzen und wir fliegen ein bisschen weiter und schauen, ob wir sonst noch ein paar Festungen kriegen. Oh, und wartet mal ganz kurz. Muss mal ganz kurz hier auslocken. So, sorry, ich musste eben einen kurzen Cut mal an mir fliegen. Direkt weiter. Ah ja, hier gehen wir. Okay. Dann fliegen wir mal von hier aus gesehen, wie gesagt, weiter in die Richtung. Entschuldigung.
musste kurz eine Short Break machen. Ich kann aber auch echt immer schwer einschätzen, nur wie weit ich hier fliegen kann mit so einer Ladung. Ich versuche sparsam umzugehen mit den Raketen, damit ich halt immer möglichst weit komme. Ich bin gerade ein bisschen am Erkunden. Wie gesagt, zum Aufladen klatschen wir dann Enderman. Bin auch so ein bisschen random gerade eher am Gucken. Also ich habe keine klare Richtung, wo ich lang fliegen kann. Aber wir schauen mal, ob sich hier was vor uns auftut. Kann natürlich auch wieder ein kleines bisschen dauern. Ich weiß nicht, wie spannend das ist. Vielleicht werde ich einen kleinen Cut mal machen. Und wenn ich das erste sehe, dann sag ich euch Bescheid oder so. Ich habe immer Angst wegen der Leiter. Voll schlimm. Aber ja, eine zweite wäre schön. Aha. Aha. So zum Thema, ich schau mal eben. Aber das hier ist ohne Teil. Hold on. Aber hier ist noch nicht geplündert. Sehr gut. Nein. Nein, ich habe jetzt eine Elytra. Ich komme hier nicht runter an den ran. Komm schon, Bogen. Dämlicher Schallgeil. Ja, das Dungeon hier ist nicht ganz fertig geworden, so wie es aussieht. Ich guck mal, ob ich hier mich durchprügeln kann. Und weg mit dir. Aber erfolgreich, es gibt Schalker-Kisten. Oh. Ja, war ja klar. Von außen hier gibt es natürlich auch wieder einen, der kloppt mich hier hoch. Ja, hier gibt es noch mehrere. Ich gehe mal von... ich buddel mich mal hier so rein. Und gucken, ob das Ganze klappt. Oh. Ja, klasse. Komme ich hier weg irgendwie? Ja. Yep. Also zumindest ist es noch kein fertig, bereits geplündertes. So, dann gehe ich mal kurz hier rein. Und jetzt kann ich mal von hier vielleicht... Aha. Was? Wo hat mich denn jetzt was getroffen? Wenigstens fliege ich aber jetzt nicht durch die Gegend. Ich wollte das machen, damit ich von hier drauf kloppen kann. Ah, okay, den habe ich. Hat er was gedroppt? Ja, er hat eine Schalker-Stelle gedroppt. Da muss ich mal ganz kurz runtergehen. Bin aber noch getroffen worden von dem Effekt. So, ich sammle das mal ganz kurz ein. Aha. Eine Schalker-Stelle. Sehr gut. Und ich kloppe mich mal von innen hier hoch oder so. Ist vielleicht einfacher wie als wenn ich... Ja, ich hänge zumindest... Okay, ich hänge richtig gut fest. Sehr gut, check. Check. Oh. Einsammeln, einsammeln. So, holt un. Jetzt darf ich hier nochmal hochgehen an den Seiten wieder. Ich habe Blöcke dabei, nicht viele. Dann hüpfe ich da mal hoch. Ich will die Schalker-Shells alle haben. War auch wieder so ein Klassiker hier gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier gut dagegen ankämpfen kann, weil die treffen sich gegenseitig. Weil ich habe gar nicht mal so viel Rüstung dabei, dass ich hier... die machen mir jetzt so viel Schaden, geht zum Glück. Ich habe nämlich keine Diamond Chestplate mehr an. Aber. Oh. Ich bin gerade ein bisschen low. Ich muss gucken, dass mir jetzt nichts mehr trifft am besten. Ja. Efficiency, Unbreaking, Diamanthelm. Ich kann mal alles an Zeug mitnehmen, was ich hier so finde. Haha. Geht mal her. Oh, und noch eine zweite Kiste. Lol. Ich wollte eigentlich nur wegklicken. Vielleicht noch eine zweite Kiste geöffnet. Hat er gerade einen Schalker einen anderen gekillt? Also jetzt nicht... Wir sind nicht im Fußballstadion, aber... Ach, komm halt so schwer an die ran, wenn die... Wenn die sich... komm...
Ich probiere mal an den ranzukommen. Ich kann mich draufstellen einfach. So, und jetzt lasse ich mich noch einmal treffen am besten. Ja, komm. Sehr gut. Nächste Shell. Sammle ich gleich ein. Nächste Shell. Hier liegt auch noch eine. Kann ich einen Flug einsammeln? Sehr gut. Sonst noch eine irgendwo hier? Sieht nicht so aus. Oh lol. Feather Falling macht's. Dann sammle ich die auch mal ein. Und ich glaube, damit habe ich schon ziemlich gut dieses eine Dungeon hier erwischt, oder? Weil das geht jetzt leider nicht mehr so hoch. Es war noch keiner vor mir hier, also ist die Richtung einigermaßen gut. Kann natürlich sein, dass erst gar keiner probiert hat, hier reinzugehen, weil hier kein Schiff dabei war. Das würde ich auch verstehen. Und wenn ich da mal hochgucke, ja, das war's. Also höher geht's nicht. Das Dungeon hätten wir ebenfalls geplündert. Würde ich mal abhaken. Dann, in der nächsten Folge, finden wir hoffentlich ein weiteres. Mit noch einer Elytra. Sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich beende das Ganze mal hier. Vielleicht kann ich mich irgendwie hier so screenshotten oder so. Für ein schönes Thumbnail. Na, gucken wir mal. Bis zum nächsten Mal. Lass krachen. Und tschüss.